Hey ho, ihr Hotten Party People. Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Origins mit mir, dem Jens. Wir sind wieder da, quasi hier vor der Villa, hier mit Eodorus, nee, Apollodorus, Sie so ist rum. ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Und Ich jetzt weiß. werden wir erstmal Aber Jack, Kleopatra kennenlernen. bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem meide jeden Blickkontakt. Das ist auch super, wenn du nicht angeguckt werden sollst. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Na dann, wollen wir uns mal Kleopatra nähern. Zu den beiden. Ja, ich Sie hat mich versichere mit ihrem dir, Mann es ist erwischt. ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachfragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehotuek Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Toll. Was hat denn jetzt da gefehlt? Ah, Pascheremta. Das sind Aya und Bajek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Heodorus war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben im allerheiligsten Gizeh hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Eodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln.
Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der K. unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen. Jetzt haben wir gar nichts von dem Lieben gesehen. Feiern und trinken können sie sparen. Okay. Okay, Moment. Kann hier ran. Achtung. Okay. Das Zielmenü wurde aktualisiert. Klassische Erfahrung abgeschlossen. Die Schönheit Ägyptens. Moment. So. Hallo. Jawohl, wir haben Fähigkeitspunkt. Perfekt. Problem ist natürlich, mein Kamera liegt jetzt hier direkt vor meiner Tastatur. Goldenes Magi-Abzeichen. Questgegenstand. Empfohlen. Stufe 20. Reisen nach Gizeh. Cool. Pyramiden gucken. Nice. Reisen nach Memphis. Stufe 21. Auch ziemlich nice. Memphis habe ich aber gar keine Berührungspunkte geschichtlich gesehen. Reise ins Fayum empfohlen, Stufe 25. Das ist natürlich noch ein bisschen schlechter für uns. Wir sind ja F16. Reise nach Sales Stufe, ich weiß nicht, weniger. Die war nämlich gut gewesen. Wow, jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt geht's hier. 4 Hauptquests. Stich des Garavios im Stufe 15. Wahlkreis nach Sais, um die Informanten Harkuf zu treffen und mehr über eins seiner Ziele zu erfahren. Ich würde sagen, das ist momentan jetzt und sofort unsere Hauptquest. Ziele. Aha. Moment, hier, guck mal, das Nilpferd. Siehst du? Und wir haben neue. Und das gipfelt dann hier oben wahrscheinlich. Also dann 3, 2, 1. Die Echse, das Krokodil, die Hyäne und der Skarabäus. Ich glaube, die Echse war das jetzt gewesen, ne? Die Echse hat das große Stadnee. Fayum. Das Krokodil ist Mitglied des Ordens der Ältesten und arbeitet im Fayum daran, die gesamte Region zu unterdrücken. So, jetzt kann der ran, du musst echt mal. Willst du mal in die Kamera gucken? Was, da kann der ran. Hallo, Freunde! Oh Gott, uiuiui. Jo. Oh Gott, so viele Haare. Ich habe eigentlich so eine leichte Haarkatzenallergie. Voll praktisch, als Allergiker mit der Katze zu wohnen, aber nach 12 Jahren hat sich das mittlerweile größtenteils, Moment, ich muss mal kurz die Haare hier wegwischen. Das ist eigentlich schlimm. Nach 12 Jahren hat man sich dann irgendwann dran gewöhnt. Das Schlimmste ist nur, wenn man so ein Haar dann irgendwie in die Nase oder in den Mund bekommt durch Zufall. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich die irgendwie essen würde oder so, aber naja, passiert halt einfach, wenn man zum Tier zusammen wohnt. Und dann reizt das und dann reizt es extrem. So, wir haben Schilder, 3 Stück. Oh Gott, was ist denn da los? Nahkampf, das ist schlechter, das ist auch schlechter. Wir können eigentlich echt mal ein paar zerstören, ne? Wir haben so viele davon. Ich weiß noch gar nicht, was wir mit dieser Bronze machen sollen. Das ist auch noch so ein Thema, ne? Fernkampfwiderstand, Nahkampfwiderstand. Wir haben eine Fide und hauen erstmal die ganzen Dinger weg. So. Waffen haben wir auch noch eine neue bekommen. Langbogen. Was haben wir denn jetzt aktuell hier? Das ist ein leichter Bogen, genau. Brauchen wir auch nicht. Okay, alles klar. Noch irgendwas? Ah. Oh, dafür brauchen wir die Bronze. Für die versteckte Klinge. Da kommen 2100 Schaden, jawohl. Super. Also jetzt haben wir 2 Fähigkeitspunkte. Luftangriff, schwere Angriff. Ja. Attentatsbeute. Genau, du plünderst automatisch Gegner, die in einen Attentat getötet hast. Das finde ich ganz praktisch. Dann hat man damit direkt seine coolen Sachen direkt wieder. Der Kater hat gerade sein Spielzeug hergeholt. Nice. Kleopatra weiß, die ältesten Pflicht eines Magi darin besteht, dem wahren Gerechten von den Göttern persönlich auserwählten Pharaonen zu dienen. Und sie glaubt, dass sie die rechtmäßige Pharaonin von Ägypten ist. Wer ihr dient, dient Ägypten. Sie möchte die Magi zurück in den Schoß der Monarchie holen, denn die Ptolemäer haben sie über Jahrhunderte ignoriert.
Ihr Abzeichen ist eine Lizenz, im Auftrag der Götter und der Göttin von Ägypten zu töten. Es erhebt den Träger über das Gesetz und erlaubt ihm, über alle sterblichen Rechte zu sprechen. Recht zu sprechen. Es symbolisiert den Kampf gegen den Orden des Ältesten, der Ältesten. Krass, also du hast im Prinzip dieses Zeichen und bist per se Gott. Du darfst alles machen, worauf du Bock hast. Okay, kann man machen. Okay, so, uns geht's gut. Wir sehen gut aus, wir sind fresh. Ruja, wo treibst du dich rum? Da will einer seine Frau, sucht einer seine Frau. Das ist aber uns ein bisschen egal. Oh, Ptolemäus Faust ist on Tour. Das ist aber ein anderer Boy. Ist da hinten? Prüfung des Sobek. Finde gerade... Ach, das ist das. Alles klar. Okay. So, wir müssen... Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da oben ist doch... Stich des Skarabäus. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Stich des Skarabäus. Wie machen wir das denn? Wie kommen wir denn jetzt am schnellsten dahin? Vielleicht fahren wir mal dahin. Und dann mit dem Boot einfach mal kurz rüber. Wir sind erst Stufe 15, Alter. Das ist krass. Man kann hier eigentlich echt tagelang in dem Spiel verbringen, ohne auch nur ein Millimeter Hauptquest zu machen. Und wie gesagt, ich werde jetzt echt versuchen, einfach nur noch, gerade in den Aufnahmen, viel, ist so unsinnig, hier das Wasser zu springen, vielmehr einfach auf die Hauptquest einzugehen, weil ich sehe sonst echt kein Ende in diesem Spiel und in diesem Let's Play und wir wollen alle nicht, dass das ein 200 Folgen, 300 Folgen Let's Play wird. Bei Assassin's Creed Syndicate war das ja schon so unfassbar schlimm gewesen, weil ich da ja unbedingt 100% LP machen wollte. Und das ist ja auch exzessiv ausgeartet, was wir da alles gemacht haben. Und dann hatte ich ja irgendwann mal, ich glaube, so eine 2 Stunden extrem schnelle vorgespulte Version. Ja, chill mal dein Leben, bitte geh weg. Wo ich dann irgendwie 5 Stunden oder so nur Schätze und sowas geholt habe, ja. Das will ich an sich eigentlich gar nicht mehr machen, weil davon hat man nichts. Das guckt sich keiner an, das ist, wow, dann habe ich es auf Video, Wayne, also das, wo wir jetzt im Nachhinein, das war an sich keine so unfassbar großartige Leistung oder kein, nichts, was man unbedingt braucht. Tiere töten, was? Ah, okay. Das sollte ich vielleicht mal machen, weil wir brauchen auf jeden Fall diese, die Sachen. Also wir brauchen die, Ressourcen, die für uns haben. Ja, guten Tag. Tut mir leid. Ja, ich bin ja schon weg. Wow. Entschuldigung, könnt ihr mal mit dem Scheiß aufhören? Ja genau, verpiss dich, du Lappen. Die gehen einfach. Haben sie keine Lust mehr, lassen sie dich in Ruhe. So, siehst du, so schnell hat man den. Haben mich alle keine Angst, Ahnung. Wollen gar nichts damit zu tun haben. Einfach abgezogen. Lebt ihr jetzt noch? Alles gut? Einfach. Kopfschuss! So, dann holen wir uns gerade hier nochmal unsere Beute ab. Verdient. Und das Leder halt. Natürlich auch nicht gerade unwichtig. Hier eigentlich noch ein paar von denen. Wie weit haben wir es denn noch da hinten? Ach, 460 Schmiede. Also dieser Jagdbogen ist halt echt übertrieben, ne? Dafür ist es halt brutal. Der ist echt heftig. So. Wir brauchen halt echt das Leder, also ne, tut mir leid, aber das Leder ist sehr sinnvoll für uns. Ich weiß, das wollen die wenigsten jetzt eigentlich, jetzt macht mir eigentlich keinen steigerten Spielspaß, aber ist halt nötig. Zumindest wenn man die Sachen hier, die für die Ausrüstung hier haben möchte. Was ist denn das? Was? Pelz? Haben wir denn jetzt die ganze Zeit aufgesammelt? Fleisch? Ja, hartes Leder, oder? Hartes Leder, ja, 24. Oh, brauchen wir so viel? Ja, wir brauchen wahrscheinlich schon so viel. Ja,
Aber wir müssen unbedingt mal Holz holen. Das mache ich wirklich, glaube ich, mal offscreen, wenn ich mal wieder in Alexandria bin oder so. Guck ich mal, wo so ein Transport abgeht und dann gehe ich da mal vorbei und hol mal ein bisschen Holz. Ein oder anderen Überfall kann man sich ja mal gönnen. Damit wir da ein bisschen von unserer Ausrüstung her ein bisschen uns steigern. Da ist zum Beispiel das da vorne, das könnte locker ein Holztransport sein. Okay, schade, steht jetzt nicht dabei, was die machen. Vielleicht sehen wir sie nochmal. So, jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal hier nach Sais oder Sais. Oder Sais. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Leider. Eisen. Sprich mit Haku in der Brauerei von Sais. Jawohl, Brauerei ist natürlich optimal. Gibt's hier einen Aussichtspoint? Ja, den haben wir quasi gerade erlangt. Schade. Das ist doof. Weil Aussichtspunkte ist halt immer, ne, praktisch. Immer schön. Also, das heißt praktisch, aber immer schön zum gucken. Wobei früher muss ich sagen, früher wurde da viel mehr Wert drauf gelegt, auf so einen Aussichtspunkt. Bei der Inszenierung, jetzt ist das ja wirklich nur noch so ein kleiner Rundumschwenk, fertig. Und früher, ja, was man da alles noch gesehen hat, ja, das war der Wahnsinn. Was ist denn das? Ein Feuerchen. Hier brennt's. Freunde, hier brennt's. So. Wir sind in der Brauerei angekommen. Meister Harkas Frau ist so nett. Naja, ich nett. Ich suche den Braumeister, Harkuf. Ich habe keine Zeit. Sprich mit einem der Aufseher, wenn du musst. Du hast nicht verstanden. Ich bin ein Magi. Apollodorus schickt mich. Apollodorus, natürlich. Es geht um den Skarabäus, den Schatten der Sais verdunkelt. Psst, bitte. Sprich diesen teuflischen Namen nicht laut aus. Apollodorus weiß, dass die Bevölkerung leidet. Dank meiner Stellung vertrauen sich mir viele an. Der Handel erstickt, die Soldaten tun, was sie wollen, und die Last vom Ptolemäus steuern raubt uns allen den Atem. Komm mit mir. Wir suchen uns ein Plätzchen mit einem Dach über dem Kopf. Damit Gott nicht zuhören kann, wa? Der kann aber ganz schön schnell laufen, der Kollege hier. Ruckzuck, aber in die Braustube. Es gibt viele schlimme Geschichten über den Skarabäus. Apollodorus hat dir sicher davon erzählt. Geschichten von Verstümmelungen, Entführungen und von Menschen, die lebendig in der Wüste vergraben werden. Wow. Ein schreckliches Schicksal. Gefangen im schimmernden Sand. Der Körper und der Geist brennen in der erbarmungslosen Sonne. Darauf wartend, endlich eins zu werden mit der Duat. Aber das sind nur Geschichten. Es gibt sehr viele Schurken in Sais, aber der Skarabäus, wenn es ihn gibt, sprich besser nicht von ihm. Wow. Das sind ganz schön harte Informationen, die der jetzt hier gerade rausgeboxt hat. Okay. Die Höhle durch. Ja, krass. Sonst noch irgendwas zum Abrippen. Ja, mehr Pfeile. Also Nachforschung von Harkufs Agenten. Beschwerden der Bevölkerung. Ah, Sais geht es nicht anders als Siva. Du weißt, dass ich deine Zweifel bezüglich Sefetu teile, aber ich fürchte, dass eine viel größere Macht hinter ihm steht. Ich meine, die Skarabäus gibt viele Mythen und Gerüchte, aber ich glaube, es gibt ihn wirklich. Er muss einige Soldaten des Pharao durch Furcht und oder Gier gefühlt gemacht haben. Deshalb werde ich gefoltert, als ich eine großzügige Zahlung an einen Hauptmann entdeckte. Der hat mich fast getötet. Ich wäre sicherlich gestorben, hätten sie mich nicht auf die Straße geworfen, wo Taraka mich dann fand und mich nach Hause brachte. Oh yeah. Leichen im Sand. Ein Reisender kam aus Per Osur und erzählt, dass in der Wüste auf mehreren eingegrabenen Leichen gestoßen ist, von denen nur die Schädel aus dem Sand hervorschauten. Das ist echt übel. Das ist echt übel, Alter, da die Leute im Sand einzusperren. Der letzte Mann, der Fragen über den Skarabäus stellte, wurde halb totgeschlagen. Und man schnitt ihm die Zunge raus. Wer war's? Der alte Gupa. Der Schwiegervater des mächtigsten Mannes der Region hier, Tahaka. Dieser Junge, Kawab, ist sein Enkelsohn. Hey, keine Lust zu gewinnen?
Ich suche deinen Großvater. Weißt du, wohin er wollte? Nein, er wollte zum Lager des Pyros. Er sollte schon zurück sein. Dann werde ich ihn auf der Straße suchen. Das muss echt schwer sein, einen gescheiten Anflug zwischen Ball, Luft, der durch die Luft fliegt, zu animieren, weil das war eben echt nicht schön gewesen. So, aber nicht beschweren, gerade direkt weitermachen. Finde und rette Wooper. So, dann machen wir das auch direkt und sofort. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Alles gut, alles super. Und düsen einfach mal da los. Hier die Mondplantagen, nice. Ich weiß nicht, ob das Mond ist, aber es könnte Mond sein. Und die? Die haben Eisen. Eisen, Propeisen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Natürlich nicht. Tut mir leid. So, Gruppe, gucken wir mal, was mit dem abgeht. Den haben sie wahrscheinlich wieder gefangen genommen oder so eine Scheiße. Der arme Kollege. Oh, 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 ho, ho. Super, auch noch im Sperrgebiet haben sie den jetzt eingekesselt oder was ist da los? Aber ich habe schon gesehen, viele gute Dinge. Oh yeah, wir bekommen wieder Besuch. Achtung, gleich von rechts aus dem Bild. Da kommt wieder der Gandhi ran hier. Und er wieder angeschlichen. Ja, ist doch okay jetzt. Ich will doch mal dein Leben. Alter. Ach man, ich sage euch, Katzen, die haben nur uns in dem Kopf. Wir könnten das Tier freilassen. Wir könnten das Tier freilassen, das ist eigentlich immer sehr praktisch. Weil der ist sowieso in dem Käfig das Optimal. Ja, dann machen wir das so. Kandiran, du musst mal echt jetzt mal ganz kurz aufhören, nur ein paar Minuten und dann können wir echt wieder durch. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Wir haben den Schatz gerade gar nicht gefunden. Nicht gut, aber gut. Machen wir gleich. Sofort. So, also Tier. Ist auch ein Löwe. Ach ja, der reißt erstmal das Pferd. Alles klar. Und die gucken zu. Warum reißt der denn jetzt die ganzen Pferde? Was ist das für ein Kacke? Kacke-Typ. Erstmal ein bisschen aggressiv machen, der Kollege. Jetzt chillt ihr oder was die ganze Zeit? Oh oh, muss mich ein bisschen beeilen. Damit ich die Ablenkung des Löwen benutzen kann, weiterhin. Oh, scheiße. Sorry, Löwe. Leo Löwe. Oh, voll in die Schulter. Ist ja auch unangenehm. So Riesenpfeile da durchgejagt werden hier. Alter Vater. Das war ja auch ein bisschen knapp. Fertig. Nice. Hat auch an sich ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, ich weiß, das ist nicht der geilste Move für den Löwen als Ablenkung zu benutzen, aber mein Gott, ne? Also, kann ja nicht alles haben im Leben. Aber das Krasse ist, erstmal die ganzen Pferde gerissen hat. Ein bisschen übel. Rennt hier erstmal rum, holt erstmal ein bisschen was zu snacken. Ja, lange noch in Gefangenschaft gewesen, jetzt kann man erstmal ein bisschen was essen. Das ist schon geil. Hat er sich verdient, der gute Löwe. So, wir haben noch hier irgendwo einen. Ich weiß, da. Genau dort. Wir holen uns erstmal hier den Schatz. Dann holen wir uns noch das Löwenfell, weil das ist ja, wir brauchen es ja. Das ist ja das Problem. Was, wir brauchen es schon irgendwie. Doch, doch. Wow. Nein.
Bleib hier. Ja, ich habe da hinten in so einer Schleife gefangen. Das hat ich bitte angehört. Das hat ich bitte angehört. Tut mir leid, Löwe. Ach ja. Das macht halt eigentlich tatsächlich keinen Spaß mehr. Das ist halt das Problem. Okay, also Quest. Jetzt müssen wir erstmal hier den Cooper retten. Wäre gut. Ah, komm schon. Tür aufschließen. Cooper. Alte Seele. Oh, den müssen wir sogar tragen. Okay, alles klar. Cooper. Ich hol dich hier raus. So, dann schmeißen wir den mal oben drüber. Nein! Oh Gott. Nein. Wow. Wow. Ja, wow trifft es hervorragend. Können wir den jetzt bitte nicht einfach mal da oben drauf legen? Ja, dankeschön. Und zack. Und ab geht die wilde Fahrt. Und das war so ein Lager geklärt. Ich glaube, du überlebst. Achso, der kann ja nicht sprechen, der Kollege. Ja, ja. Ja, der Skarabäus nahm dir die Zunge. Oh, Moment, ich sehe gerade, wir könnten theoretisch was bauen. Was können wir denn bauen? Hilfsmitteltasche. Ja, aber ich möchte eigentlich gerne lieber einen Köcher bauen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen auch Holz, auch wir brauchen so viel Holz. Aber wir können einander helfen. Harkuf sagte mir, dass du dem Skarabäus auf der Spur warst. Hilf mir. Und ich sorge dafür, dass er stirbt. So, dann würde ich sagen, schmeißen wir den gerade noch runter und ich sag schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer Jens. Bis dann zur nächsten Folge. Sucht nicht hier nach Trost. Ich hab's gerade gehört. Großvater! Geht's dir gut? Ist er verletzt? Verprügelt. Verletzt und durstig. Die Soldaten waren nicht gerade freundlich zu ihm, doch er wird es überstehen. Wo ist dein Vater, Kawab? Wir müssen das besprechen. Vater ist fort, bei seinem großen Werk. Mutter! Großvater ist verletzt! Die Soldaten hielten ihn wieder für einen Bettler. Vater, was hast du jetzt wieder getan? Er suchte nach dem Skarabäus. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und dafür beschütze ich eure Familie. Das ist nur ein Märchen. Das weiß doch jeder. Er will, dass du das liest. Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern. Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja. Mein Gatte Taharka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab.